Das Allgäu. Inmitten saftiger Wiesen liegt auf einem der sanft geschwungenen Hügel der Hof der Familie Lau. Einer der wesentlichen Erträge ist die Milchgewinnung. Aber die über 40 Kühe liefern nicht nur Milch, sondern auch ein ganz spezielles und wertvolles Lebensmittel, das Kolostrum. Kolostrum, auch Vormilch oder Biestmilch genannt, ist so alt wie die Menschheit und wird jetzt im Zuge der Rückbesinnung auf das Gute der Natur neu entdeckt. Gertrud Lau erklärt, warum Kolostrum lebenswichtig für die neugeborenen Kälbchen ist. Also Kolostrum ist, bei uns sagt man da Biestmilch dazu, ist die Milch, die die Kuh also 6 Wochen vor dem Kalben wird sie trockenstellt und dann bildet sich da praktisch im Euter und im Organismus von der Kuh bildet sich diese Biestmilch. Und erst ab, wenn sie dann kalbt, wird die dann nachher gemolken und dem Kalb gegeben. Und das ist also ganz wichtig, weil die Biestmilch hat ganz viele Abwehrkräfte, Mineralstoffe und Vitamine drin. Und das braucht das Kalb unbedingt zum Überleben, weil das Kalb kommt ohne Immunsystem auf die Welt. Also es würde wirklich sterben, wenn man ihm die Biestmilch nicht gibt. Ganz besonders wichtig sind für die Kälbchen die beiden Kolostrum- oder auch Biestmilchmelkungen direkt nach der Geburt. Da muss ich darauf achten, dass ich also wirklich nur die ersten 12 Stunden Zeit habe, weil es auch in den ersten 12 Stunden nur Biestmilch heißt und auch die Biestmilch gebildet wird. Und darum melke ich die Kuh dann 2-mal in dieser Zeit. Und dann kriege ich also so viel wie möglich an Biestmilch raus und das kriegt dann das Kalb. Der Ernährungsmediziner und Referent Dr. Sven Berchan beschäftigt sich wissenschaftlich mit der Erforschung von Kolostrum. Die Kuh produziert in den ersten 12 Stunden das hochwertigste Kolostrum. Das heißt, da sind die meisten Inhaltsstoffe drin, in höchster Konzentration, insbesondere Immunglobuline. Das kennen wir unter dem Begriff Antikörper. Das sind Stoffe, die Viren, Bakterien erkennen können und für das Immunsystem sozusagen markieren. Das Immunsystem weiß dann, aha, Eindringling, muss ich vernichten. Das Kolostrum enthält außerdem Wachstumsfaktoren, Nährstoffe, Mineralien und Vitamine. Der menschliche Körper kann das tierische Kolostrum problemlos verarbeiten. Aber nicht nur das. Kolostrum hat sich in vielen Untersuchungen als wahres Starterpaket von Mutter Natur erwiesen. Es gibt eine Vielzahl von Studien, die sich inzwischen mit dem Thema Kolostrumeinnahme im Zusammenhang zum Beispiel mit Erkältungen, Durchfallerkrankungen oder auch der Regeneration von Muskeln nach sportlicher Belastung befassen. Und das alles ohne irgendwelche chemischen Zusätze. Das Kolostrum als heimisches Naturprodukt weist viele Vorteile auf, die seit Generationen bekannt sind. Da Kühe in der Regel immer ein bisschen mehr Kolostrum produzieren, als das Kälbchen braucht, wird der Überschuss von den Bauern abgemolken, sofort tiefgefroren und zur Weiterverarbeitung transportiert. Damit es für den Menschen genießbar ist, muss das Kolostrum gründlich gereinigt werden. Charlotte Adler, Kolostrumproduzentin, hat dafür ein spezielles Schonverfahren entwickelt. Wir wissen, dass Kolostrum sehr viele, sehr wertvolle Inhaltsstoffe hat, die bei einer Erhitzung zerstört werden oder weniger werden. Daher verwenden wir ein Kaltherstellungsverfahren, das aus der Biotechnologie stammt. Und damit können wir 100% der Inhaltsstoffe auch erhalten. Und das ist wichtig. Das gereinigte Flüssigkolostrum wird völlig steril in kleine Fläschchen für den Weiterverkauf abgefüllt. Weitere Darreichungsformen sind Kautabletten und mit Pulver gefüllte Kapseln für die tägliche Einnahme. Das flüssige Kolostrum direkt dagegen wird als Einstieg oder Intensivkur empfohlen. In allen steckt die volle Kraft des Kolostrum. Das Positive dieses außergewöhnlichen Starterpaketes ist seit einigen 100 Jahren bekannt. Joanna Peter, die 34-jährige zahnmedizinische Fachangestellte, lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Hamburg. Sie hat mit Kolostrum sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir nehmen das immer zum Frühstück, damit wir das nicht vergessen. Ein Glas Orangensaft, schmeckt ganz lecker. Es gibt keine Geschmacksveränderung, die Kinder trinken das total gerne. Ja, und ich weiß, dass das was Gutes ist und trinke das sowieso. Gertrud Lau aus dem Allgäu kennt seit langem die Vorteile von Kolostrum. Ihre Familie vertraut seit Generationen auf dieses außerordentliche Geschenk direkt aus der Natur.
kenne ich das jetzt eigentlich schon seit der Kindheit. Weil meine Mama, die hat dann immer diese übrig gebliebene Milch mit in die Küche reingebracht. Und dann stand sie da so einen halben Tag auf dem Herd. Und dann ist das wie so Quark geworden. So gelber Quark. Und den haben wir dann nachher zum Essen gekriegt. Das war so unsere Zusatzernährung. Kann ich jetzt nicht klagen, dass ich jetzt krank bin oder sonst irgendwas. Also mir geht es richtig rundum gut.